Liebe Leute, ich möchte euch das nicht vorenthalten. Und zwar habe ich an die Gründer Tagespost den Leserbrief weggeschickt. Und der war am 24.11. Und der Leserbrief ist nicht erschienen in der Gmünder Tagespost. Ich bin ja sogar Abonnent, aber hochmäßig, ja. Das war das weg, weil irgendwie ich etwas reingeschrieben habe, wo den Herren und den Damen da in der Tagespost nicht passt. Und der lautet folgendes: In wenigen Wochen ist Weihnachten, das größte Fest der Christenheit. Der größte Wunsch der Menschen ist doch Frieden. Und ganz besonders wünschen sich der Großteil der Bevölkerung hier in Deutschland, dass sich die Ampel so schnell wie möglich verabschiedet. Mit all den selbstverschuldeten Krisen, für die sie alleine die Schuld tragen. Sei es Klimahysterie, Heizungshammer, Migration oder Steuerverschwendung. Wir müssen zurück zur Normalität. Sicheres Einkommen der arbeitenden Bevölkerung, sichere Arbeitsplätze, stabile Renten, Steuern senken, Steuergelder nicht verprassen und Politiker mit Verstand und Augenmaß. Die kommende Regierung muss viele Themen sofort anpacken und Deutschland wieder aus dem Dreck zu ziehen. Wir brauchen keine Kriegstreiber und keine Flintenweiber. Wir brauchen Frieden. Die Kündigung habe ich bereits schon geschrieben. Die werden Sie heute oder werden Sie morgen im Briefkasten haben. Ich werde keine Zeitung mehr mit meinem Geld unterstützen, die einseitig berichtet, immer nur das, was die Politik vorgibt. Und selbst die anderen Leute, die jetzt AfD wählen oder anders gestrickt sind, dass man diese Millionen Bürger einfach übergeht. Und Sie meinen, Sie machen dann das richtig. Sie sind mit den Schuldigen, dass dieser Schlamassel bei uns in Deutschland passiert. Sie sind die Medien mit die größten Verschuldner. Wenn Sie die Berichte anders schreiben würden, dann wäre auch hier dieses Deutschland anders. Aber nein, Sie schießen genau in die gleiche Richtung.